Und damit seid gegrüßt, meine Zwerg, genommen habe zu zu einem neuen Part. The Legend of Zelda, Link's Awakening. Den Zwergenfürst. Und jetzt gehen wir mal hier rein in den Tempel. So, wenn wir dann mal reinkommen, müssen wir uns erstmal unseren Weg bahnen. Ja, so kann man, kommen wir jetzt nicht direkt rein. Da müssen wir erstmal einen Umweg gehen. Das Tor haben wir jetzt geöffnet. Von außen. So, wie kommen wir jetzt dahin? Hier kommen wir hin. Einmal drum herum gelaufen. Und Richards Villa drum. Und jetzt zack. Link kann immer noch nicht schwimmen. Der Sack muss mal schwimmen lernen. So, rein hier. Heute der dritte Dungeon, vielleicht schon. Teufelsvilla, oha. Der dritte Dungeon. Die Teufelsvilla machen wir heute. Bomben in der Teufelsvilla. Oh wei. Das hat ja schon einen verheißungsvollen Namen. So, die Bomben müssen wir mal ausstatten. Ausrüsten. So. Die mal an der richtigen Orte legen. Oha. Wurde mal zurückgepustet. Okay. Soll wohl nicht. Aha. Passiert nicht viel. Ich dachte vielleicht irgendwie. Ne, Bomben gibt's auch nicht. Muss man eine Bombe legen oder was? Oh wei. Oh wie. Jetzt einfach nur rein. Wie zum Henker. Das sind wir hier entkommen. Sobald wir uns nähern, werden wir hier eine Vase mitnehmen. Oh Kacke, ich verschwende hier meine Bomben. Die brauchen wir doch bestimmt. Die Vase vernichtet beim Eingang. Das können wir den dann hier noch gar nicht machen, weil wir noch nicht in Lage dazu sind. Aber erstmal schwere Stiefel für oder was? Oh nein, die letzte Bombe verschwendet. Das ist schlecht. Der Tempel, wo wir jetzt rein sollen, oder? Irre ich mich da komplett. Gibt's neue Bomben? Was machen wir mit den Bomben? Eine platzieren. Das tut nichts bringen. Vor der Tür eine platzieren. Das ist ein kleines Symbol auf den. Nein. Aha. Tür öffne dich. Da muss man lediglich eine Vase gegenwerfen. Gut. Da war auch ein Vasensymbol drauf abgebildet, aber gut. Oh nein. Okay. Wir müssen aufpassen, dass wir nicht mehr Bomben verschwenden. Brauchen wir bestimmt noch später. So wie eine Schatztruhe. Können wir doch weiter, nachdem wir das eine Rätsel gelöst haben. Endschlüssel. Den können wir gebrauchen.
nicht Y-Taste drücken. Ja, so schnell schaltet man auch einen Raum frei. Oh, eine Monstertruhe. Die kann man nicht verschieben. Sieht schlecht aus. Müssen wir erstmal einen Hebel betätigen. Skelette töten. Sind ja schon tot. Was hat's mit den Platten hier auf sich? Seltsam. Irgendwo gibt es hier auch noch irgendwo muss es hier noch einen Schalter geben. Bevor die roten und grünen, roten und blauen Platten aktivieren. Eine Bombe. Mal lang ansehen. Das ist aber ein seltsames Objekt. Irgendwie muss sich das doch aus dem Weg räumen lassen. Mit Bomben. Mit Bomben. Nee. Bombe lässt sich nicht aus dem Weg räumen. Mit dieser Bombe hier. Den räumt nur uns aus dem Weg. Tja. Da müssen die Rätsel gelöst werden. Okay, die kann man nicht mitnehmen, die Kisten. Vasen. Mehr Bomben. Vielleicht können wir die Bomben benutzen, die anderen Bomben, den Kollegen mal mitnehmen. Wo können wir dich denn benutzen? Dann kommst du mit. Sieht nicht vielversprechend aus. Da gehe ich nur bei drauf. So ein Mist. Vielleicht kann man drüber schweben. Das wäre eine Möglichkeit. Und das ist eine Fähigkeit, die wir einfach noch holen müssen. Die ich noch nicht habe. Jede Menge Bomben. Lieber Bomben. 10 haben wir jetzt schon. 11. Dann können wir ordentlich was in die Luft sprengen mit. Kollegen, das ist ja eine Bombenstimmung. Ich weiß echt nicht, wie wir darüber kommen. Müssen wir die Bomben irgendwie nutzen? Das könnte ich mir vorstellen. Nee, so kommen wir auch nicht rüber. Mysteriös. Oh, Kacke. Na toll. Jetzt nehme ich auch noch Schaden. Extra Schaden. Jetzt müssen wir irgendwie zu der Schatztruhe durch, aber da kommen wir nicht durch. Kann man hier nur so verschieben. Das bringt nichts. Einen kleinen Schlüssel haben wir, aber damit kommen wir auch nicht voran, oder? Was bringt uns der kleine Schlüssel? Eine Bombe platzieren? Vielleicht erstmal weitergehen hier. Da ist doch eine Treppe nach unten. Vielleicht hilft ihr uns weiter. Oha. Türen. Auf jeden Fall ist die richtige Tür. Oder wir finden einen Schlüssel dahinter. Das
Das haben wir offiziell verkackt. Aha, ein Schlüssel. Ein Herz. Ein Herz im Link. Ah, hier ist so ein Ding. Das können wir gebrauchen. Das ist gut. Einen neuen Schnabel haben wir noch nicht. Oh nein. Bombe gelegt. Hier rein. Das darf nicht gleich die nächsten Schlüssel. So wie es überleben. Oh, weil wir besiegen wir die Kollegen dann. Sind wie Endermans in Minecraft. Muss man von hinten angreifen. Oh Mann. Das ist ein einziger Kampf hier, die anzugreifen. Können wir die irgendwie zurückweisen, die hier? Die hauen immer wieder ab. Wie besiegen wir die dann? Eine Bombe hinlegen und die rübertreiben lassen. Muss man es noch rechtzeitig schaffen. Bombenverschwendung. Ah, sehr gut. Da kriegen sie auf jeden Fall Schaden. Aber so viele Bomben haben wir hier nicht. Okay, so haben wir den einen besiegt. Eine Bombe hin. Sehr schön. Zwei Bomben brauchen wir. Nein. Kein Schaden mehr. Das war zu weit weg. Oh Mann. Bomben kriegen wir es irgendwie hin. Da müssen wir jede Menge mit zwei Bomben pro Typ müssen treffen. Auweia. Neue Bomben holen. Und nicht verschwenden. Was mache ich denn hier? Diese mysteriösen Zelte stehen da immer noch im Weg drin. Das können wir besiegen. Ein Herz flink. Grünen Schleim ausschalten. Eine Schutzeiche. Aha. Interessant. Das mal aktivieren. Schützt vor Schaden. Ich bräuchte echt Nebenraum dort. Ich habe mir das zu früh geholt. Dann komm, geh darüber. Sehr gut. Verschwinde jetzt hier rüber, dann kann ich hier mal Bomben legen. Und sehr schön. Da nehmen sie schon mal Schaden. Verdammt. Den muss noch ausweichen. Einer ist schon weg. Sehr schön. Falsche Stelle. Na komm. Sehr gut. Da ist der Schlüssel. Oh Mann. Der wäre fast runtergerast, der Schlüssel. Zur nächsten Tür. Auch wieder so ein Gerät. So ein Monster. Was sind denn das für Dinger? Sterne verschießen sie. Bomben. Dafür brauchen wir wirklich Bomben.
Und Katja. Ist nicht sehr effektiv. Okay. Oh Mann. Oh Mann. Oh Mann. Bin ich noch ausgeschaltet. Keine Bomben mehr. So ein Dreck. Schaffen wir doch hier wieder nicht. Lassen wir uns besiegen. Holen wir neue Bomben. Ja gut. Es dauert hier ein bisschen an. Müssen wir erstmal mit den Vögeln kämpfen. Was sind das für komische Kauze? Und irgendwie kriegen wir hier auch ein neues Artefakt, mit dem wir hier mal vielleicht die Wirbelwinde umgehen können. Scheint mir fast zu. Teil der Macht. Können wir die Skelette aus dem Weg räumen. Und weiter hier. Und dich hier aus dem Weg räumen. Ich nehme ein paar Bomben. Ist gut. Oh Mann, das muss hier mal ein bisschen planungsmäßig voranschreiten. Bomben. Sehr gut. Zwei Treffer brauche ich hier. Sehr gut. Ich habe doch hier alle besiegt. Und der Schlüssel und eine Bombe verschwendet. So, nächster Raum. Den kleinen hier ausschalten. So, letzte Tür. Und weiter geht's. Ach, jetzt müssen wir hier wieder bomben. Au, au. Komm zurück. Muss mal berechnen, wo der hinfliegt. Okay, jetzt können wir hier. Bombe. Zur letzte Bombe. Verschwende es nicht. Sehr gut. Hier gibt's nix. Kein Schlüssel. Ist ja schade. Okay, wo sind wir gelandet? Oh, ein Schlüssel. Sehr schön. Weil wir alle Gegner besiegt haben. Wie immer. Schlüssel und weiter geht's. So, hier vielleicht ein paar Bomben drin. Eine Bombe. Die Nervenviecher hier. Nein, auf einmal. Okay. Können wir einen Schlüssel für eins von denen einsetzen? Ich weiß ja nicht. Ah nein. Ich habe doch nur noch eine Bombe. Wie werde ich mit euch gemeinsam los? Ja, mit einer Bombe sowieso nicht. Oha. Ich brauche neue Bomben. Oh, eine Truhe. Da müssen wir dann vielleicht mal hoch. 10 Bomben. Sehr gut, jetzt nicht verschwenden.
Na komm, sie hat ihn besiegt. Teil der Macht. Oh wei. So hier hoch. Da mal runter. 50 Rubine. Okay. Okay, jetzt kann ich hier durch. Interessant. Das Teil der Macht hat nicht viel gebracht. Das Rennst, deshalb stimmt's. Sackgasse. Hier können wir schon mal sehen, wo wir hinkommen können später noch. Einschlüsse haben wir hier schon mal. Können wir vielleicht mal nutzen. Nein. Kleben an mir. Mistige Dinger. Öffnen wir erstmal das. Oha. Da brauche ich noch einen Schlüssel für. Komme ich hier irgendwo lang? Ach du Schreck. Wie kriege ich euch denn besiegt? Auch mit Bomben? Ah, sehr schön. Die schlucken die. Oha. Jetzt hier drauf gehen. Auf, ja. Hier noch ein paar Bomben holen. Die neuen wieder aufstocken. So, 11 haben wir sogar. Und hier gibt es keine mehr. Nochmal den ganzen Weg nach hinten. So springt man die auch in die Luft. So kann man es auch machen. Herzen. Skelett aufräumen. Diese Vögel sind neue, die man mit den Bomben besiegen müssen. Da müssen wir rüber in den Raum. Geht's weiter. Du bringst mir hier gar nichts. Lass dich entfliehen. So, hier hoch. Gibt's hier noch einen Schlüssel, wenn ich alle besiege? Schade, leider nicht. Wir das schon haben. Ach ja. Wir müssen noch weiter die Kollegen besiegen. Genauso. Und friss. Friss doch. Wir müssen die Dinger fressen. Verdammt. Friss doch. Friss Bombe. Gibt es überhaupt irgendwas? Die Dinger fressen. Oh Mann. Wie werden wir die sonst los? Irgendwie scheint das nicht wirklich effektiv zu sein. Na komm, friss doch. Ich hab keine Bomben mehr. Irgendwie wirkt das aber auch nicht richtig. Ich hab keine Bomben mehr. Ach du Kacke. Ich komm ja auch nicht raus. Können wir die irgendwie anders besiegen? Müssen den Mund aufmachen?
Mit Bomben wahrscheinlich nur. Okay, einen Versuch mache ich noch in diesem Part. Dann muss das hier mal an der Stelle beenden. Mit 4 Bomben. Da muss man einmal treffen. Muss mal gucken, abtimen, wann die. Wenn die da dann rauskommen. Ist an den Skeletten vorbei. Gibt es hier ein paar Herzen? Leider nicht. Oh, ein Herz. Den Kollegen hier mal ignorieren. So, hier weiter. Der hat ein Herz für mich. Hier waren wir auch noch nicht. Und weil schon mal die Bomben sicher nicht besiegt kriegen, dann machen wir es halt hier. Ziehen wir die Skelette. Keine Macht. Oh nein. Hier kommen wir jetzt durch. Haben aber auch einen Schaden genommen. Das ist eine Truhe. So, hier. Ein Kompass. Das ist doch vielleicht ein gutes Ende für den Part. Wenn ein Schlüssel in der Nähe ist, gibt es ein akustisches Signal. Aha, sehr schön. Zeitbomben. Ding. Ja, da oben vielleicht. Gut, ich würde mal sagen, erstmal Däumchen nach oben, soll es euch gefallen haben. Lasst ein Abo da, wenn ihr seid. Und wir sehen uns im nächsten Part wieder. Habt noch einen angenehmen, fröstlichen Tag. Haut rein. Ciao, ciao.